So eine Power, so eine Energie, so eine super Stimmung. Sie hat eine unglaubliche Stimme und die hat ein Feeling in der Stimme. Spitzenmäßig, wunderbar. Also sie ist wunderbar. Nicht in jeder nur Hinsicht. Ja, genau. Und Maren Kröllmann ist ein Fixstern in meinem Lebenshimmel. Sie ist so vielfältig, ist ein Multitalent. Was ich an Maren so mag, ist, dass sie intelligent beweist, wie wichtig Popmusik im Leben ist. Und ich habe diese Geschichten zwischen den Liedern einfach sehr geliebt. Ich finde, sie kann unglaublich gut erzählen. Und das mit so einer kabarettistischen Virtuosität. Sie ist einfach ein Knaller. Ich finde so, wie sie sich, einfach toll. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle. Toi jamais. Ich fand es umwerfend, wie gut sie singt, wie toll sie singt, wie ausdrucksstark. Herzergreifend, unaufgeregt, schön einfach. Das ist einfach schön anzugucken, sehr sympathisch. Sie sah umwerfend aus. Du, Fernsehen kann ganz gut sein. Und er ist, weißt du, er heißt Peter. Er ist so kultiviert, er ist sehr intelligent, er ist ganz gebildet, er macht tolle Sachen. Er hat 17 Semester Archäologie studiert. Das war auch was Aktuelles dabei. Also die hat ihren eigenen Charme da reingebracht und das war schön. So dass es nicht nur was für ältere Leute ist, sondern auch für meine Generation. Ich finde, die Stimmung der Zeit kommt sehr, sehr gut rüber. Sehr gut. Gerade in dem Kontrast mit den paar Liedern, die ein bisschen neuer sind. Like a summer rose. Absolute Power. Boah. So ein richtiges Vibe. Human kindness is overflowing. Soulful, rockig. Ganz großartig. Bombe.